Wir sind am Zug und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge hier aus dem Transim World 3. Wir sind unterwegs in einer ganz normalen Fahrplanfahrt auf der Strecke Rhein-Ruhr-Osten mit der 185 hier in der Lackierung von meinem guten Freund Cat Gaming, nämlich die 482048-6 vom Hamburger Rail Service, ein wirklich sehr schönes Repaint, sehr detailliert hier ausgestaltet mit den ganzen Bremsgewichten, mit den Zulassungen in den verschiedenen Ländern. Das hier ist, glaube ich, noch ein Überbleibsel von einem älteren Repaint. Und wir sehen hier Schweizer Lok, ne, von der SBB. Und ja, wir haben einen voll beladenen Containerzug und den fahren wir einmal nach Wuppertal-Steinweg. Und dann würde ich sagen, einmal rein in den Führerstand und so. Fahrtrichtungswender ist in Vorwärtsstellung. Ziehen wir einmal ganz kurz die Zugbremse noch an. Machen wir die PZB und unsere Sicherungssysteme an. Also LZB an, PZB an, SIFA machen wir auch an. Dann einmal hier Spitzensignale eingestellt. Stromabnehmerwahl passt, glaube ich, soweit. Ja, da können wir, glaube ich, den hinteren oben lassen. Das ist in Ordnung. Hinten haben wir die Zugschlusstafeln. Sehr schön. Dann können wir... Ne, ich glaube, die AFB lasse ich jetzt erstmal aus. Wir dürfen auch schon ausfahren. Ich kontaktiere nochmal. Ja, fortfahren gemäß Signalbilder. Hier das Gleissperrsignal. Und da vorne das Hauptsignal, das für uns gilt. Dann würde ich sagen... Bremse lösen und langsam Zugkraft aufschalten, damit die Puffer gestreckt werden. So, wir rollen dann und sind auf geradem Terrain, deshalb einmal Leistung raus, schauen, ob wir nicht anhalten. Jawohl, Rollprobe funktioniert, wir halten nicht an, das heißt also, es sind auch keine Bremsen angelegt. Dementsprechend können wir jetzt mehr Leistung aufschalten. Oh, wir hätten vermutlich, glaube ich, eher in der unteren Zugart fahren müssen. Eieiei, was war das denn? Ach so, es blitzt, okay. Das ist mein Fehler allerdings, das hat nichts mit dem TSW zu tun, sondern ich habe ursprünglich, als ich das Szenario gestartet habe, das Ganze hier auf Gewitter eingestellt. Allerdings habe ich dann mit der God Mode, weil ich dann doch nochmal das Wetter ändern wollte, den Regen und so weiter ausgeschaltet. Daher Windstärke, Herbstvegetation. Das kann ich auch, glaube ich, hier nirgendwo verändern. Ja, also das ist jetzt praktisch so ein bisschen in diesem Sinne meiner Schusseligkeit geschuldet, beziehungsweise in dem Sinne der Benutzung der Mod, dass es jetzt hier tagsüber blitzt. Ja, das ist aber auch irgendwie doof, ne? Wisst ihr was? Wir machen jetzt einen Screenshot hier noch, so schön in gutem Wetter. Und danach gehe ich nochmal hier in die God Mode rein und passe dann doch nochmal das Wetter an. Das ist ja doof, wenn es jetzt hier blitzt tagsüber, ohne dass, dass das Wetter halt schlecht ist. Daher machen wir uns ein bisschen hier Niederschlag rein. Na. Einmal Scheibenwischer an. So, jetzt können wir wieder ein bisschen mehr Leistung aufschalten. Einmal vorbei am Hagener Hauptbahnhof. Da steht auch ein bisschen was. Befreien uns mal. Ah ne, Moment, wir haben noch 1000 Hertz Beeinflussung. Allerdings haben wir laut HUD keine 1000 Hertz Beeinflussung mehr. Zugbeeinflussung. 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 Okay, dann bleiben wir jetzt erstmal bei den 70. 60 ist sowieso freigegeben, maximal.
Einmal hier das Überwerfungsbauwerk hier von Hagen. Ich nehme einmal kurz die Leistung raus und mach mal die AFB an. AFB, AFB, AFB. Und einmal hier auf 60 eingestellt. Warum bremst du denn? So. So, jetzt geht's auch ordentlich bergab. Das heißt also, wir können die Leistung schon mal ein bisschen zurücknehmen. Den Rest macht die Gravitation. Zugbeeinflussung. So. Weiterhin langsam Fahrt. Also lassen wir mal weiterhin rollen. Also ich glaube, Rhein-Ruhr-Osten würde extremst davon profitieren, wenn es hierfür einen Fahrplan-Update gäbe. Denn ja, wir haben ja mittlerweile in der Zeit zwischen dem Release von Rhein-Ruhr-Osten und jetzt sind ja so viele Züge noch rausgekommen, die wir mittlerweile sehr gut hier auch fahren können. Ne? Also vor allem voran Fernverkehr, der fehlt ja komplett hier auf der Strecke. Könnte man ja sehr, sehr gut mit den ICE 1ern und 3ern rumfahren. Was natürlich auch klappen würde, wäre zum Beispiel so eine Art Museumsfahrt mit der 103. Das würde sehr gut passen. Oder mit der 110. Ja, also da ist auf jeden Fall Potenzial nach oben. So, wir sind befreit und dürfen tatsächlich 120 fahren. Ich glaube allerdings, mit den Wagen dürfen wir im beladenen Zustand sowieso nur 100 fahren. Von daher machen wir das jetzt auch. Kann auch hier übrigens hier Netzausfall und sowas anstellen. Das ist die 185.5, mit der wir hier unterwegs sind. Also rein theoretisch, wenn wir jetzt im Stehen wären, dann könnten wir, ich glaube, das wird sogar auch während der Fahrt gehen, können wir beispielsweise hier den SPB-Stromabnehmer auswählen und dann würde tatsächlich der andere Stromabnehmer auch hochgehen, nämlich ich glaube, der Stromabnehmer hier, der hier, ist der mit dem Schleifstück für die SBB. Ich glaube schon, ja. Noch ein bisschen was abgestellt. So. Signal ist grün. Also wie gesagt, das mit dem Gewitter ist jetzt ein bisschen mein Verschulden, dass das etwas komisch jetzt aussieht. Hier rechts ist so ein nicht elektrifizierter Anschluss. Schön, schön. So, 22 Kilometer noch. Und da kommt uns jemand entgegen. Eine 112. Und nee, eine 100. Doch, das war eine 112. Eigentlich müssten wir mal hier mit diesem Repaint auf Hamburg-Lübeck mal unterwegs sein. Das würde ja natürlich bestens passen hier. Hamburger Rail Service. HRS. Hier auch schön mit dem Wahrzeichen Hamburgs. Wir sind am Zugpunkt.de. Wir haben gar nicht kontrolliert, ob der Oberleitungsstrom
Der ist auf an. Den sollten wir besser auf ausstellen. Zugsammelschiene brauchen wir ja jetzt nicht. Wir können auch hier das Führerstandslicht ausmachen oder hier das große anmachen. Kann auch hier in das Display, das mag ich ganz gerne, wo man praktisch sieht, was die einzelnen Fahrmotoren machen. Vier Fahrmotoren haben wir verbaut. Und hier sehen wir praktisch die Zugkraft, die wir aufgeschaltet haben. Das sind jetzt hier jetzt gerade 35 kN und zwar pro Fahrmotor. Heißt also, das Ganze müssen wir mit 4 multiplizieren, um auf die Gesamtzugkraft zu kommen, wie viel wir aktuell aufgeschaltet haben an kN. Ja, 1 kN sind 1000 Newton. Und wie viel das wiederum ist, das weiß man vielleicht noch aus dem Physikunterricht der 7., 8. Klasse. Hier noch so ein Bagger, der hier rumsteht, auch ganz schön. Ja, eine ganz gute Länge hat der Zug schon, ne? So, 120er Ankündigung braucht uns nicht weiter zu tangieren. Unser Signal ist weiterhin grün, sehr gut. Das Vorsignal hier. Das heißt also, das nächste Hauptsignal ist dann auch grün. Einmal hier eine 146 mit Dostos. Sieht man auch gar nicht mehr so oft hier in diesem Gebiet, im Rhein-Ruhr-Gebiet. Gibt es zwar noch vereinzelt, aber auch nicht mehr so viel. Vorbei an Ennepetal. Ja, also es gibt halt mittlerweile viele, sind viele dieser Züge abgelöst worden von den D0HC. So, einmal wieder hier Leistung aufschalten. Ja, Streckenkarte. Hier vorne. Da ist Hagen, hier ist Wuppertal und das hier ist praktisch die S-Bahn-Strecke und das ist die Strecke, die die Regionalexpresszüge und die Güterzüge nehmen. So, ein bisschen mehr Leistung aufschalten. Gehen wir mal auf die 40 kN pro Fahrmotor. Damit wir jetzt hier nicht langsamer werden, es geht nämlich ordentlich bergauf. Hier ist dann praktisch der Brechungspunkt erreicht. Ab hier ist die Steigung, ab hier liegt sie nur noch bei 0% bzw. 0 Promille, je nachdem. Hier ist es in Prozent angegeben. Normalerweise gibt man, glaube ich, Steigung eher in Promille an. Also Prozent ist dann in diesem Sinne, wenn jetzt hier 1% Steigung steht, dann ist es halt 1 Höhenmeter auf 100 Meter Distanz. Der Anstieg und bei einer Promille wäre es halt, glaube ich, dann ein Meter auf 1000 Meter Distanz. So, jetzt geht es ordentlich runter, ne? 2,6%. Das heißt also, innerhalb von 100 Metern haben wir 2,6 Meter abgebaut an Höhe, was schon sehr viel ist. Dementsprechend Leistung raus.
Und die AFB kann uns da mal... Okay, ne, wir bremsen ein bisschen selbst. Nehmen wir hier die E-Bremse rein. Und zwar einmal voll rein. So. Es wäre super cool, wenn man irgendwann noch die Container repainten könnte. Das Problem ist, dass das nicht so einfach ist, weil die in diesem Sinne, diese einzelnen Container sind nicht als Fahrzeuge definiert. Man kann halt als Fahrzeug definierte Assets in diesem Sinne repainten im Livery Designer. Also hier zum Beispiel unsere Lok hier könnten wir problemlos repainten. Eine G6. Müssen wir auch mal wieder fahren. Gibt es auch ein tolles Szenario auf der Niddertalbahn von meinem guten Freund Tom. Werden wir uns mal demnächst auch angucken. Naja, also genau, diese Container, die sind halt nicht als einzelne Fahrzeuge definiert, sondern eben als einfach nur als Container-Asset. Das heißt also, die würden nicht so easy peasy dann in verschiedene Repaints auch, glaube ich, hier auftauchen. Das geht leider nicht so einfach, Entschuldigung, einfach wie man es vermuten würde. Ich bin ein bisschen übrigens angeschlagen, stimmentechnisch. Leider in letzter Zeit ein bisschen am Kränkeln. Zudem ist auch aktuell privat sehr, sehr viel los. Unter anderem ein Umzug, der jetzt gerade vonstatten geht. Weshalb ich gerade sehr wenig Zeit habe eigentlich. Und noch zusätzliche andere Dinge, die ja sowieso keinen hier interessieren. Jedenfalls allerdings eine gute Nachricht, wenn der Umzug vorüber ist, dann irgendwann in so 1 bis 2 Wochen hoffentlich, dann dürfte ich finally streamen können mit LAN-Kabel. Ja, vorher musste ich halt immer, wer in den Streams dabei war, der weiß es, aus dem WLAN heraus streamen. Und das ist natürlich nie so eine gute Idee im Technologie-Armutsstandort Deutschland ist halt WLAN immer so eine Sache. Aber so aus dem LAN heraus zu streamen, dürfte dann eigentlich viel besser klappen. Also hoffe ich mal, dass das, dass es dann in Zukunft etwas häufiger Streams geben wird. Finde ich nämlich immer ganz gut, so die direkte Interaktion. Was ich auch gut finde, ist, wenn wir nicht die Geschwindigkeit überschreiten, die maximal zugelassen ist. Einmal voll die E-Bremse rein und wieder auslösen. 7,5 Kilometer noch. In der S-Bahn. Da kommt der Zug nach Aachen irgendwann. Und hier die gute alte Schwebebahn. Hier übrigens mit diesem, das gab es als Mastery Reward mit diesen königlichen Schwebebahnen. Allerdings gibt es davon, glaube ich, nur einen Wagen. Oder zumindest nicht so viele, dass jeder Wagen so fahren, so fahren würde. Aber sieht schon sehr schön aus hier, das mit der Schwebebahn an sich. Klar, man darf jetzt nicht zu nah rangehen. Ne, die Details, das ist klar. Okay, das Innere der Fahrzeuge ist auch ziemlich leer. Ach cool, die hält sogar an, wenn wir mit der Kamera davor sind. Wie so ein Auto. Wie witzig. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Okay, sind zu schnell.
Da werde ich zufälligerweise heute. Nee, doch nicht. Nee. Da kam jetzt gerade ein Gedanke, aber den habe ich doch wieder verworfen. Ich habe über die Wuppertaler Schwebebahn mal Folgendes gelesen vor kurzer Zeit. Und zwar ist es ja durchaus ein sinnvolles Anliegen, den ÖPNV so umzubauen, dass Leute, die mobilitätseingeschränkt sind, natürlich mobilitätsuneingeschränkten Zugang haben. Ja, also dafür muss man halt Bushaltestellen umbauen, Bahnhaltestellen umbauen und so weiter und so fort. Das kostet alles viel, das dauert lange, aber es muss natürlich gemacht werden, weil Inklusion und diskriminierungsfreie Teilhabe zählen zu unseren Grundrechten. Nun gab es dann die Frage an die, weiß ich nicht, ich glaube an die Wuppertaler Stadt oder an diejenigen, die halt eben die Schwebebahn betreiben. Und da wäre halt die Frage, wie lange es dauern würde, die Wuppertaler Schwebebahn umzubauen, sodass ein mobilitätsuneingeschränkter Zugang garantiert werden kann. Zugbeeinflussung. Erstmal ganz schnell runter mit der Geschwindigkeit. Na, keine Notbremse. Das wollte ich nicht. Komm schon. Löst dich aus. Zugbeeinflussung. Ja, Bremse löst sich. Okay, verdammt. Ja, ne, also die Frage danach, wie lange es dauern würde, die Wuppertaler Schwebebahn umzubauen, bis sie halt komplett uneingeschränkten Zugang gewährleisten kann. Und die Antwort war, dass es wohl mehrere hundert Jahre dauern wird. Tja, wer hätte das gedacht, dass das so ein schweres Anliegen ist. So. Na? Okay, der Zug bewegt sich. Minimal. So. Wir können hier noch den Sander unterstützend einsetzen. So, ab hier gelten 60. Zugbeeinflussung. Wir dürfen jetzt gerade natürlich nur 45 fahren. Sind aber auch fast schon da. Na, haben die Leute alle keine Jacken an? Was ist denn mit denen? Haben sie nicht in den Wetterbericht geschaut? So. Halt zu erwarten. Zugbeeinflussung. Das bestätigen wir.
und fahren mit 40 über die Weichen. Das passt sehr gut. So, und das ist das Gleis, auf dem wir, glaube ich, am Ende halten werden. Auch interessant, dieses Gleis, das hier einfach ins, aus dem nichts herauskommt und ins Nichts hinein verläuft. Leistung auf jeden Fall schon mal bei 0. Das bestätigen wir natürlich auch. Zugbeeinflussung. So, 400 Meter bis zum halt zeigenden Signal. Dann noch ein paar Containerwagen. Und dann sind wir hier am Ende der Strecke angelangt. Ja, das ist ja auch weiter hinaus, geht's auch gar nicht. Da vorne ist unser Signal. Wir pirschen uns langsam heran. Und halten bündig vor dem Signal. Und halten jetzt an. Super, dann haben wir das geschafft. Dann verabschiede ich mich hier mit diesem Bild und bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal mit dabei seid. Macht es gut. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.